Mann! Hier drüben! Aufmachen! Ach, Klettern ist angesagt, wie sie das auch immer anstellen wollen. Ich meine, wie soll das gehen? Da brauchst du eine extrem gute Spannung im Körper, damit das geht. Eine extreme! Aber egal. Im Disney-Film wurde das ein bisschen besser gemacht, aber egal. Wir wollen hoch, also. Ich glaube, ich muss mal kurz zum PC rüber schauen und wisst, was da abgeht. Aber er scheint sich gefangen zu haben. Sieht ganz normal aus. Aber der Ton war nicht sehr gut gerade. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier wieder eine von der Organisation. Wer das wohl ist? So, hier ein Finsterkristall gekommen. Yeah, Finsterkristalle, voll im Wind. Sonst noch etwas? Stimmt, ne, Bilde gelernt. Das war hier die Automeisterform. Kriegt man automatisch, wenn man die Meisterform auf Level 2 macht. Yeah. Wie viel braucht ihr eigentlich fürs nächste Level? 168 Drive-Kugelpunkte? Das geht. Das ist chillig. Das ist richtig chillig. Was ist hier los? Ich verstehe meinen PC heute nicht. Halt! Ja. Halt! Halt, stopp! Hör auf zu laggen! Riku? Riku? Nie gehört. Scheint aber wahrscheinlich ein neuer zu sein. Okay, Moment, Leute, ich schau mal kurz, was da los ist. Irgendwas stimmt da nicht. So, müsste jetzt gehen. Jo, jo, ja, jetzt läuft's. Was los war? Naja, ein Programm hat sich im Hintergrund gestartet. Das fragt mich nicht warum, aber. Ja. Läuft bei mir. Also richtig. Seltsam, besiege alle niemanden. Und das jetzt ohne Frame Drops. Jawohl, viel besser. Sorry dafür, Leute, aber dass ich so schnell, so spät gecheckt habe. Aber passiert schon mal. So, die schießen hier mal solche Laserkugeln. Ja, Laser. Dinge ab. Und die kann man mit Warp-Konter zurückschleudern. Und das macht extrem viel Schaden auf die Freunde. Die halten auch natürlich dementsprechend viel aus. So, Deck spielen. Juhu. Und Feuer. Ein bisschen Magie darf auch nicht fehlen. Und Donald liegt wieder am Boden. Ich frage mich immer, warum diese niemanden so extrem viele Erfahrungspunkte geben. So, Warp-Konter. Und nochmal, das ist schön war. So, Alter. Verbrennt alle in meiner Nähe. Verbrennt. So, kurze Einung für den Donald auch. Ja. Aber generell sind diese Gegner irgendwie witzig. Wuppie! Wenn es sogar richtig teilt, kann man Warp-Konter sogar zweimal machen. Wuppsi! Hier übertreiben wir vollkommen hier. Au! Ich muss langsam auf meine HP aufpassen. Die sind nur einer. Ups! Warum habe ich das gewusst? Warum habe ich das gewusst, dass es passieren wird? Nein, die Gegner sind wirklich nicht ohne. Da heißt aufpassen. Na gut. Dann diesmal ein bisschen mehr anstrengen. Das heißt. Halt, genau. Sehr springen. Das heißt, ein bisschen mehr anstrengen. Bisschen, nicht so viel reden hier. Doch. Und nicht gleich so.
Jetzt ist nur noch einer da. Zwei. Ach, jetzt noch einer. Blitzen! Und... Ah, Mist. Wollte kontern. Nebenbei, man kann das auch blocken, diese Teile. Wenn man das richtig timet. Das geht ohne weiteres. So, jetzt noch mehr da? Jo, wow! Bisschen viele! Gut. Dann wollt ihr es halt so! Ihr wollt ja das so! Schlitzen! Jetzt geht's los mit zwei Schwertern! Aber trotzdem sollte man aufpassen auf diese Laser. Die sind übel stark. Au. Ah, gut, du hast keine MP jetzt, hat er. Gut, dass du mich geheilt hast. So. Zack! Das muss reichen, das muss reichen. Upsi! Richtig zacki dahin hier. So mag ich's. Ah, jetzt heißt gehabt. Richtiges Timing und dann kann man zweimal, sogar dreimal, wenn man es ganz drauf hat. Und zwar nochmal für den Anfang hier. Das war Fail hoch 10. Ist wohl doch nicht Rico. Tut mir leid, Sora. Ich kann nicht bleiben. Ich mach mir Sorgen gegen Shang. Verstehe. Beeilen wir uns. Jo, beeilen wir uns. Schauen wir mal, was da drin abgeht, weil da war nämlich der schwarze Kuttentyp drin. Holt aber heraus? Ne, verstehe ich nicht. Eure Majestät, Shang, etwas Furchtbares ist passiert. Wir haben ein riesiges Monster aus den Bergen heraus und auf die Stadt zufliegen sehen. Ah, oh, es ist also so, wie der junge Mann sagte. Nicht wahr, Hauptmann? Ja, Eure Majestät. Ein junger Fremder stattet uns vor nicht allzu langer Zeit einen Besuch ab. Der Hauptmann kämpft mit dem Fremden, wurde jedoch überraschend schnell besiegt. Ich fühle mich entehrt. Es scheint, dieser junge Mann war die Gestalt in Schwarz, über die mir berichtet wurde. Hat er sich vielleicht als Rico vorgestellt? Er nannte seinen Namen nicht, er war ziemlich schroff. Schroff? Dann war es bestimmt Rico. Rikos in der Organisation? Doch, na Wetter. Aber was wollte er hier? Das weiß keiner so genau anscheinend. Wow! Kleines Erdbeben! Ich sehe draußen nach. Darf ich mitmachen? Ja? Nein? Vielleicht? Mulan! Shang, beschütze den Kaiser. Ich komme zurecht, wir sind eine starke Gruppe. Ja, das stimmt. Aber sicher doch, vor allem in der Form. Fieber, dem ist so. Solange ihr uns beschützt, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, und der Hauptmann, der wird vollkommen... Ja, Hauptsache er ist da. Beeilt euch! Ja, machen wir. Aber zuerst will ich mal schauen, wie viele Schläge ich noch für meinen Heldenform brauche. 200? Puh, das ist schon heftig. Und die andere Farm ist noch immer auf Level 3. Ja, das wird doch ganz witzig, die zu leveln. Jetzt muss ich hier nochmal rüberfahren. Im Ernst? Ernst? Ja, das ist, weil ich draufgegangen bin. Passiert. Also, dass die Herzlosen... die Niemande, Entschuldigung, mich so hat wegkratzen. Puh, das war nicht ohne. So. Kurz mal die drei Fleiß hier ausfüllen, dann erspare ich mir nämlich später viel Zeit, wenn ich nämlich die Meisterform leveln gehe. Ich habe euch schon einmal gezeigt, wie es geht. Zumindest letztens, vor 10 Minuten, ne? Ungefähr. Für mich zumindest. Vielleicht schneide ich auch, mal sehen. Vor allem, was da gehackt hat. Keine Ahnung, was da los war. Kein blassen Schimmer. Okay, ich, wie gesagt, der PC hat ein Programm gestartet, weil. Er hat einfach Bock. So, ein Orga-Schild bekommen. Hier ist was drin, nämlich die Palastkarte. Ja, zu früh gedrückt. Und den guten Goofy gebe ich das Schild, das Ogerschild. Defender-Schild als Ability hat dieses Schild und etwas mehr Angriffskraft. Ja, ist auf jeden Fall nice to have. So, dann haben wir hier hinten zwei Kisten, die nicht gut versteckt sind. Ein Orichalkon, ein Mithril-Kristall und das hier ist die nächste verlorene Seite, das weiß ich auswendig. Ja, wie gesagt, die verlorenen Seiten sind in diesem Spiel überhaupt nicht gut versteckt, was ich schade finde. So, eine Königinnenformel. Ah, ich habe so eine Ahnung, was es ist. Und ein Abilitamin.
Königinnenformel. Ist es das, was ich denke? Was ist das ist, oder? Egal. So. Aber da drin sind viele Kisten und der Kaiser so, ja, nimm sie ruhig, so in die Richtung. Dann schauen wir mal raus, aber vorher will ich Mulan haben. Mulan! So, ab geht's. Dann schauen wir mal draußen los, ob da irgendwas abgeht. Oh, du hast nicht geklopft. Du darfst nicht rein. Ja, es kommt zu einem Bosskampf, zu einem ziemlich nervigen, wenn ich mal so sagen darf. Ich kann mich an den Gut erinnern, oh ja, oh ja, oh ja. Ich weiß nicht, aber an den... Der ist einfach nur nervig. So, und Goofy jetzt mit seinem Ogerschild. Das finde ich cooles Detail. So, wir wollen mitfliegen! Ab geht's! Auf in die Lüfte! Das ist ein Gegner, der viel rumfliegt. So. Und nicht wirklich schwer ist, leider. So, zuerst mal festhalten. Weil es kommt zuerst eine Rolle. Dann loslassen, weil da kommt ein Blitz. Und jetzt heißt es draufhauen! Aber wenn möglich, zu seinen Schuppen da links und rechts, die da anwählbar sind. Die sollte man zuerst anhauen. So, wieder festhalten. Da kommt wieder eine Rolle. Kommt noch was? Scheint nicht so. Ah, okay. Ich muss mich zwei Länge festhalten. Das ist immer irgendwie random. Ob sie jetzt lang festhalten oder nicht, aber man kommt leicht wieder hoch mit Hilfe der Wirbelstürme, die hier sind. So, die Teile hier. Ups. Verdrückt. Halten so einiges aus. Oh, Moment, wenn ich nochmal da bin. München Junior! Ich will die Freundesleiste auch gleich mal ein bisschen hier hochleveln, wenn ich schon mal hier bin. Ach, das Teil ist schon weg? Habe ich gesehen. Upsi. Ah, der fliegt wieder eine Runde. Dann heißt es wieder auch hochfliegen! Man kann in der Luft komischerweise auch noch ein bisschen lenken. Aber nur ein bisschen. Zack, 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 zack! Ein bisschen aufweichen wegen seinem Blitzen. Holla, reißt er da komplett aus. Ups! Ich glaube, es kommt seine Attacke, ja. Seine lustige. Die kann man eigentlich nur blocken oder ausweichen. Wenn man im richtigen Moment springt. Aber am besten ist es, den Angriff zu blocken. Aber ich habe Block nicht drin, weil, ja, ohne Ability spielen ist cool. So, jetzt stürzt er ab und jetzt kann man raufklatschen und zwar so richtig. Auch mit Feuer und Magie generell. Yay! Yeah. Oh. Denn beide hatten eine Blitzimmunität, der Freund. Also falls ihr mit Blitz angreift, das wird ihm nichts anhaben. Aber Feuer tut seine Sache sehr gut. Das kommt seine Bombardement, nenne ich es. Au! Den kann man kaum ausweichen. So, lass mich ein bisschen fliegen. So. Und weiter geht's. Feuer! Ha, Hauptsache der Hündchen Junior bleibt noch ein bisschen. Hat keine Lust wegzugehen. So muss das sein. So. Oh, das ist so schnell weg gewesen. Ja, tschüss, Hündchen Junior. Aber wenigstens auch ein bisschen aufgelevelt wie mal. Das wird nämlich Zeit. Das wird auf Maximum Level auch noch eine Zeit lang dauern. Au! Ich bin auf dem Wind geritten. Wenn man auf dem Wind reitet, ist man extrem schnell. Nebenbei. So, Achtung, Achtung. Upsi! Ich glaube, es war ein bisschen zu früh, ne? Ja, das war zu früh. Zum Glück ist dann noch Wind. Ups! Achtung, der fliegt irgendwo hin. Wo gehst du hin? Wo bist du? Wo bist du? Hinter mir? Ja. Dann halt so. Juhu! Ach Mann! Bleib doch! Bleib doch am Ort, wo du bist. Genau, kurze Auszeit. Da. Aber wie gesagt, dieser Kampf ist nicht wirklich schwer, er ist nur nervig. Weil man ständig wieder auf den Herzlosen springen muss. Und Donald, Blitz bringt nichts. Wollte ich nur gesagt haben.
So, schön feuern, das macht nämlich schön auf beiden Zielen Schaden. Und somit etwas mehr Schaden als wie alles, was ich habe. Woo! Mein Dreifleiß ist schon wieder auf 4 fast. Und das ohne MP-Verlust. Na, Achtung, schwingen! Jawohl! Nochmal! Die zweite Salve ist so extrem schwer auszuweichen. Das muss schon sagen, das ist nicht ohne, aber es ist möglich. Und bei Festhalt muss man sich nicht, wie man sieht, man kommt leicht wieder hoch. Es dauert nicht etwas länger einfach. So. Ah, wieder ein bisschen ausweichen. Ach Mist, habe mich doch getroffen. Upsi! So, gehst du wieder hoch? Ja. Wie gesagt, dieser Kampf ist nicht wirklich schwer, er ist nur nervig. Man hätte es irgendwie schwerer machen sollen. Zum Beispiel, dass seine Blitze öfter kommen. Oder dass man sich zu lange nicht bewegt, dass Stacheln aus dem Rücken kommen oder so. Ein Spaß. Aber naja, ich will nicht hier rummeckern auf einem hohen Niveau, ne? Oder ja, auf einem niedrigen Niveau, je nachdem, wie man es haben will. Achso, stimmt, die andere Seite. Und er fliegt wieder. Hui! So, mal hier kurz heilen. Yeah! Wo bist du? Ah, da. Reicht das, reicht das, reicht das? Nein, knapp nicht. Aber dafür gibt es doch die Winde hier! Stellt euch vor, die würde es hier nicht geben. Oder dass die Winde nicht sofort kommen. Das wäre den Schwierigkeitsgrad zwar nicht erhöhen, aber den Nervigkeitsgrad auf Maximum bringen. Und ich brauche mal einen Goofy. Eventuell, mal sehen. Ach, komm doch. Ui, der stoßt mich ja ziemlich weg, Freund. Ich finde mir lustig, wie er so da liegt. Oh, in Bewegung bleiben. Jetzt kommt seine Blitze. Okay, der Angriff ist eigentlich... Ups. Jetzt aber, komm, 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 komm. Jawohl, geht doch. Ich hatte gesagt, man kann das ausweichen. Aber für die, die nicht ausweichen können, einfach blocken, Leute. Einfach Viereck drücken im richtigen Moment und ihr habt's. Ist nicht wirklich schwer. Ups. Achtung, Blitz. Ja, nein. Aber wollt festhalten mal. Ach man, ich hab doch gedrückt. Ach, zu spät. Whee! Probier mal was. Auf einmal ist die Mulan auch da. Ah, man fliegt. Na dann. Naja, nicht gerade das beste Leben für den Bosskampf. Aber besser als gar nichts. Und schon ist hier K.O. Ja. Obwohl, nein, noch nicht ganz. Komm schon, werd endlich kaputt, du Teil. Bitte, geht doch. Da wieder am Boden. Ich würde nicht angreifen, während er runterfliegt. Da kann komische Sachen passieren. So, Heldenform. Jetzt bin ich wieder dran. Zack, 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 zicke, zuck, putz. Das Coole ist in der Heldenform, man kann auch diese Dinger da verwenden. Aber falls die dunkle Form kommt, kann man die Winde nicht verwenden und stirbt man schneller in der Heldenform. Erwischt mich nicht, erwischt mich nicht, na, 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 na. Ja, die Heldenform ist so schnell, dass der eine einfach nicht erwischt. Einfach in Bewegung bleiben und es. Ja, da kann nichts dagegen machen. Ups. Jeden Schlag, den ich mache, kriegst einen Erfahrungspunkt. Also schön reinhauen. Schön schnell. Da mag ich's. Ach komm, es hat getroffen. Aber die Form ist gleich wieder vorbei. Ja, das geht schnell bei Bosskämpfen. Generell, ja. Ich dachte, der hält noch was aus. So, zack, wieder am Boden. Am Boden! Ach, du hast es nicht anders verdient. Du herzloser. Wie schnell sich die Dreifläste da füllt. Das ist krass. Ich würde auch mal gern wissen, wie viel der noch aushält, weil das ist schon ein bisschen viel. Ah, MP laden. Hm, was kommt? Oh, 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 jetzt kommt der Angriff schon. Alles klar. Okay, Goofy braucht dich. Goofy sage ich, Donald. Und jetzt kommt ein lustiger Angriff. Von zwei Seiten kommen wir jetzt Barrieren immer näher. Und jetzt kann man ihn kurz angreifen. Und
von vorne kommt gleich ein Hyperlaser. Genau der. Ein cooler Angriff, wie ich finde. Also jetzt hält es schon ein bisschen weniger aus. Jetzt weiß man, jo, jetzt geht los. Yay! Ah, bis jetzt habe ich Glück mit der normalen Form. Aber irgendwann kommt wieder die Dunkelheitsform. Ich sage euch, die kommt bestimmt irgendwann wieder. Sicher zweimal hintereinander. Wie man Glück kenne. Ah, du schießt wieder. Na gut, dann gib mir Winde bitte. Hast du irgendeinen Wind bestellt? Ah, hier. Hier, Wind, komm her. Oh, Achtung, 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 Achtung. Viele Dinge, die er hier runterfallen lässt. Hey, Freundchen, du hast was fallen gelassen. Ich hoffe, es gehört nicht dir. Naja, wenn es er viel fallen gelassen hat und ihm nicht gehört, dann stimmt das nicht. Ah, nur irgendwas. So, Wind, komm her. Ups. Ah, bleibst du oder? Nee, nee, der macht was. Oh, stimmt, wegen bleiben. So, jetzt kommt der Angriff wieder. Einfach im richtigen Moment. Jetzt Zeit. Dreieck drücken, nochmal. Und da ist er sofort am Boden. Du musst nicht mal seine Rückendinge da kaputt machen. Was cool ist. Und zack! Das coole ist, die Heldenform bleibt so lange, bis ihr eine Abschlusskombo macht, wenn ihr in einer Combo drin seid. Aber du müsst ja trotzdem aufpassen. So, wo gehst du diesmal hin? Achtung, Blitz! Ah, wieder da vorne. Alles klar. Okay, wie mache ich das am besten? Eis vielleicht? Nee, es trifft nicht. Na gut, dann halt ohne Magie. Oder nein, Moment! Zack! Zack! Jetzt geht's schön los! Oh, Magis! Yay! Limits für FTW! Und zack! Oh, ein paar Mal trifft der Goofy. Das dürfte ihn ein bisschen viel abziehen. Ich glaube, ich würde mal auch Spaß halber die Analyse mal aktivieren, damit man sieht, wie viel die Gegner aushalten. Ups! Und das auch noch ausweichen? Ha, okay, jetzt kommen langsam viele Angriffe ins Spiel. Viele auf einmal auf jeden Fall. Das heißt, der Freund hält nicht mehr so viel aus. Hui! Ach man, bleib doch da! Hat keinen Bock. Kommst du wieder mit dem Vertigo-Wurf? Ja, komm da. Das macht dem Ball auch Schaden. Und zack! Da liegst du wieder. Und die Treibleiste fühlt sich wieder so geil. Yeah! Yeps! Whee! Komisch, dass dieser Wegwurf, den er macht, Schaden macht. So, meine Pela ist jetzt gleich wieder voll. Ah, wo bist du da? Da hinten, okay. Okay, jetzt spring ich mal hoch, während der... okay, es ist möglich. Also während der Bombmann auf ihn springen kann, aber es ist schwer, das gebe ich zu. Weil er sich halt noch zusätzlich bewegt. So, jetzt aber. So, jetzt kommen seine Blitze öfter. Da heißt es aufpassen. Feuer, yeah. Und nochmal. Na, da hält was aus, da hält was aus. Also ich würde mal sagen, ich bin leicht unterlevelt vielleicht. Aber egal. So macht's mehr Spaß. Ja, wenn ich unterlevelt bin, macht mir das Spaß. Kein Witz. Oh, es kommt dieser Angriff wieder. Na dann kenne ich keine Gnade. Zack! Ich frage mich gerade, ob ich von der Barriere gleich geschoben werde. Ich glaube, bin genau richtig. Ja, bin genau richtig. Weil man ist ja unverwundbar im Limit. Wie man das immer sieht. Unverwundbar im Limit! Sofort ausnutzen! Ich hoffe, in King Hearts 3 werden sie das besser machen. Weil das ist ein bisschen übertrieben mit der Unverwundbarkeit. Das merkt man vor allem. Wenn man es oft nutzt. Ich versuche es wenigstens etwas noch in Grenzen zu halten. Aber wenn der Gegner halt so tut auf, ja, ich lese dich weg. Was machst du denn? Moment. Ich dachte, er kommt mit seinem Rollangriff da wieder. Das habe ich abgebremst in der Luft. Entschuldigung. Ja, so kann das. Der kann in der Luft abbremsen. Woo! So, jetzt aber. Mal weg. Bisschen hier mal. Yeps.
Ach man, komm schon. Ich will dich wieder am Boden haben! Am Boden sollst du liegen! Ah, jetzt aber. Das Coole ist, dass Sora mit Feuer kurz noch in der Luft bleibt. Na gut, dieser Angriff wieder. Da ist das nicht anders verdient! Na bitte, geht doch. Und der Gegner hat ganz was ausgehalten. Aber wirklich schwer ist der Kampf nicht. Und Spinfusion gelernt bei Goofy, yeah! Das Limit Spinfusion finde ich schwächer als wie Pitch und Hit. Aber es werden wir noch sehen. Aber schlecht ist das Limit nicht. So. Da fällt er runter. Und damit, wenn ich nächstes Part aufnehme, muss ich auf jeden Fall die Updates ausschalten. Aufpassen! Jetzt erst drauf komme und nicht vor 10 Parts oder so. Ja. Passiert. Gut gemacht. Feuerwerk! Ein kurzes Feuerwerk. Hauptsache, hat eins gegeben. Wieder habt ihr China einen großen Dienst erwiesen. Ich möchte euch dafür belohnen. Dann Drona, denkt schon dran. Was wünscht ihr euch? Gut, wird Hunger. Nun, ihr sagtet, ein Mann in Schwarz hätte euch aufgesucht. Was hat er gesagt? Ist das dein Wunsch? Ja. Oh, nichts zu essen. Drachen durchquerten unser Land und hinterließen ein Netz heiliger Pfade. Diese Drachen sind sehr mächtig und der Ursprung vieler Geschenke an den Menschen und die Natur. Aber wie es scheint, hat jemand in hinterhältiger Absicht diese Pfade gestört und einen Drachen in einen Herzlosen, wie ihr sie nennt, verwandelt. Ich glaube, dein junger Freund kam, um mich zu warnen, damit ich meine Truppen so schnell wie möglich in Bereitschaft versetzen kann. Habt ihr das? Das hätte ich ja, aber er sagte weiter, die Situation habe sich entschärft. Drei hilfsbereite Rabauken seien angekommen und würden sich um alles kümmern. Ja. Dann war's also, Riku. Aber wieso treibt er sich in der Organisation 13 herum? Keine Ahnung. Aber endlich weiß ich, dass es ihm gut geht. Das reicht mir erstmal. Ja, du hast recht. Und, Famulan, was ist dein Wunsch? Ich möchte, dass Shang, ich meine, Hauptmann Li, Nur zu, meine Liebe, sprich. Könnte der Hauptmann bitte Urlaub bekommen? Mit solch bescheidenen Wünschen hatte ich nicht gerechnet. In diesem Falle muss ich jedoch ablehnen. Hauptmann Lis Pflicht ist es, den Kaiser zu beschützen. Jedoch, Mulan... Ja? Möchtest du an seiner Seite dienen und mich beschützen? Was? Zwei Schilfrohre sind stärker als eines. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Danke, Eure Majestät. Dem geht's nichts hinzuzufügen. Tja, und jetzt dieser Schriftzug, das heißt, das Land der Drachen ist vollkommen... von der Story her beendet. Das haben wir das erste Mal bei... Moment. Schloss Disney gesehen. So. Und nichts weiter offen. Aber eine neue Zeit ist aufgetaucht. Bevor ich aber jetzt irgendwas mache. Level 35 ist im vorderen Moment. Muss ich mal kurz schauen. Da muss ich jetzt kurz gucken. Will ich meine Treffleiste ein bisschen maximieren bei der geltenden Leiste? Moment.
32? Boah, drei Level drunter, wenn es weiter nichts ist. Hier die Königin-Formel. Hier gebe ich gleich mal den kleinen Mogri. Du bist ja gleich ums Eck. Und hier ist das Dorf wieder aufgebaut, Leute. Tja, das ist jetzt wieder aufgebaut. Die Leute sind da ziemlich flott. So, hallo Kupo, wie geht's denn dir so? Sollen wir mal die Formel abgeben? Da schauen wir mal, was ist denn das? Oh, die Infantilwache ist das! Oh, das ist eine Waffe für Donald, eine ziemlich krasse. Aber man braucht dafür auch extrem viele Items, wie man sieht. Orichal kommt Duktilkristalle, Steintropfen, Splitter. Man spielt sogar 9 Stück, also das ist heftig. Das zu schmieden. Und ansonsten kann ich hier nichts machen. Aber immerhin! So gut, Leute, ich habe es euch schon vorher gezeigt. Aber für diejenigen, die meinen, ich kann das nicht, ich check das nicht, wie das gehen soll, zeige ich euch das einmal. Wie ich das immer mache. Wirklich immer. Seit erstmal spielen habe ich das schon rausgefunden, dass das möglich ist, ohne irgendwo nachzusehen. So, einfach die Herzlosen mal weglassen. Man könnte auch bei den Herzlosen hier die Werfkugeln farmen, weil die geben auch ein paar. Vor allem die großen. Und damit meine ich nicht dich, sondern die Pferdchen mit den Lanzen, die irgendwie gerade nicht aufgetaucht sind. Aber egal. So, man stelle sich neben einen Fass und werft vielleicht die Herzlosen weg zuerst. Ja, die nerven sonst. Die nerven sonst. Ups! Meine Güte, halt ja viel aus. Zack! 34 Erfahrungspunkte für einen. Oh, das ist süß. So. Gleich ist er weg. Kein Stress. So. Weil wenn die Herzen da sind, kann ja die schwarze Form kommen. Das will ich jetzt nicht. So. Meisterform! Meine Lieblingsform. Und jetzt ein bisschen farmen gehen. Und wenn man in der Nähe eines Explosionslages einfach Feuer, dann tut man da rangehen und sofort das zur Explosion bringen, ohne dass man irgendwas kombon muss. Wenn einem die MP ausgehen, müsst ihr halt ein bisschen schlagen. So, und dann geht man raus, wieder rein, so schnell es geht. So schnell kann ich mal die PS2 laden. Und dann sind sie wieder da. Ja, das haben sie komischerweise im Final Mix von Kingdom Hearts 2 nicht hingekriegt. Da ist es genau gleich, was ich witzig finde. So, Feuer! Und das Ganze funktioniert natürlich auch in diese Richtung. Und das macht man so lange, bis die gelbe Form auf Maximum ist. Und ab dann ist sie richtig krass drauf. Das, Moment, das Beste, was man da macht, Moment, mache ich gleich, ist das Charmeurschwert auszurüsten. Dann zieht man diese Kugel nämlich stärker an. So, immer her damit, immer her damit. Und natürlich... Ja, das andere Schwert, das ich schon habe, dass die Dwarf-Form länger dauert. So, Moment. Nicht der ewige Kreis, sondern... Folge dem Wind. Charmeur als Fähigkeit. Extra. Das Coole ist, alle Schwerter... die eine Ability haben, haben die Ability mit 2 Schwertern. Das heißt, man hat eine extra Ability. Yay! Aber jetzt, wo die MP fast leer sind, okay, hat sich ja voll ausgezahlt, das Schwert zu wechseln. Weil da ist er schneller wieder voll, die MP-Leiste. Schau mal, wie schnell die hochgeht. Ducke, 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 ducke. Das ist schon ordentlich, muss schon sagen. Das könnte langsamer gehen. Aber passt schon. Je schneller, desto besser. Wir müssen mehr Magien. So. Jetzt mal weg mit euch hier. Ups. Mal ein bisschen kämpfen sehen, diese Form. Es ist schon fast null. Krieg ich das noch hin? Das wird knapp, das wird verdammt knapp. Ich habe nicht auf die Drive-Leiste geschaut. Weil in der Spiel... hab verkackt, aber egal. In der Nähe ist ein Speicherpunkt. Nämlich der da hinten. Der Bambushain. Und den kann man dazu nutzen, dass man die Drive-Leiste wieder vollständig auf 5 bringt, wenn man es natürlich richtig timet. Gut, Leute, das werde ich jetzt so lange machen, bis diese gelbe Form auf Maximum ist. Das wird eine Zeit lang dauern, aber fast schon Level 3. Bis im nächsten Part wieder, weil, wie gesagt, das wird eine Zeit lang dauern. Bis dann und ciao.